Nö, also ich mach kein Buy and Hold mehr, weil Robert Kiyosaki hat gesagt, das ist scheiße. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkorn und wir Menschen laufen häufig wie kleine Schafe gewissen Autoritäten hinterher, ohne sie großartig zu hinterfragen und werfen dabei teilweise ganz viele moralische Prinzipien oder Aktienstrategien beispielsweise über den Haufen und schaden uns dadurch teilweise finanziell. Und deswegen wollte ich das heute mal thematisieren. Und das Ganze hat mit dem sogenannten Autoritätsprinzip zu tun. Das Ganze ist wirklich richtig wissenschaftlich ergründet, zum Teil zum Beispiel hier in diesem Buch beschrieben, Influence von Robert Cialdini, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Buch meiner Meinung nach. Und der Anreiz für dieses Video ist eigentlich im Prinzip, dass ich eine längere Zeit schon darüber nachgedacht habe, aufgrund dessen, dass ich zum Beispiel Kommentare oder Nachrichten bekomme, die ungefähr immer so aussehen. Hi Kolja, habe gesehen, dass du in dem Video XYZ folgende Behauptung aufgestellt hast. XYZ, zum Beispiel irgendein Video über Buy and Hold. Aber ich habe von, und dann kommt irgendeine andere Autorität, Gerald Hörhahn, Dr. Professor Max Otte, Professor Dr. Max Otte, Donald Trump, George Soros, Robert Kiyosaki, wer auch immer es ist, vollkommen egal, gehört, dass es so und so und so ist. Das heißt, hier werden dann die Aussagen von zwei Autoritäten gegenübergestellt und wir Menschen haben tendenziell die Eigenschaft, den Menschen mehr zu glauben, deren Autorität wir höher einschätzen. Das hat auch sehr viel dann mit Statussymbolen zu tun. In dem Buch wird zum Beispiel sehr viel geschrieben über Titel. Also dieses Professor Doktor hat beispielsweise gerade bei uns Deutschen einen sehr, sehr, sehr hohen Einfluss. Wenn jemand einfach ein Professor Doktor ist, dann glauben wir ihm einfach generell mehr als jemand, der diesen Titel nicht hat. Und das in den meisten Fällen auch mit Berechtigung, weil einfach mal jemand, der ein Professor Doktor ist, jahrelang wissenschaftlich gearbeitet hat, in der Regel auch, außer er hat ihn sich gekauft, gelernt hat, wissenschaftlich zu arbeiten und einfach in den meisten Fällen höheres Fachwissen hat als ein Vergleichbarer, der diesen Titel nicht hat. Aber trotzdem ist das nur ein Mensch und ich sage immer, trotzdem geht dieser Professor Doktor jeden Tag essen, schlafen und scheißen. Ja, wie jeder andere Mensch auch, und macht Fehler und sagt teilweise Dinge, die einfach blanker Nonsens sind. Und das müssen wir Privatanleger unbedingt berücksichtigen. Ja, so eine Autorität wie Donald Trump beispielsweise, dem Millionen von Leuten, nicht nur in Amerika, auch in unserer Aktien-Community gibt es viele Leute, die den total feiern, obwohl der am laufenden Band ein Gehirnfurz nach dem anderen rauslässt, verbal. Und die vollkommen abstrusesten Theorien aufstellt, unwissenschaftliche Dinge behauptet, die er nicht belegt, sondern einfach anhand von einzelnen kleinen persönlichen Stories und Anekdoten erzählt. Ja? Aber trotzdem folgen viele Leute ihm, weil er einen hohen Status hat, weil er offensichtlich Milliardär ist und da spielt Geld auch eine ganz wichtige Rolle. Neben Doktortiteln spielen auch Klamotten zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle. Oder es ist auch eine andere Studie hier drin, richtig interessant, wo die getestet haben, an Ampeln, was der Einfluss von Autos als Statussymbol auf gewisse Leute ist. Richtig interessant. Und zwar haben sie sich einfach an eine Ampel gestellt und haben genau beobachtet, wie lange Zeit es braucht, bis Leute ein gewisses Auto anhupen. Das heißt, sie haben sich zum Beispiel mit einem richtig fetten Bentley dahingestellt und sind einfach dann stehen geblieben, als die Ampel grün wurde. Und haben dann gewartet und genau gemessen, wie lange es dauert, bis die Leute dahinter anfangen zu hupen und zu sagen, ey, fahr doch mal. So, und jetzt ist herausgekommen, dass bei Autos, denen wir einen hohen Status mit verbinden, die Zeit, bis wir hupen, viel länger ist als bei irgendeiner Schrottkarre. Bei diesen Schrottkarren ist es sogar so weit gekommen, dass manche Leute einfach die von hinten dann so angefahren haben und gleich gehupt haben, gebrüllt haben und so. Und da merkt man, was gewisse Statussymbole bei uns für Wirkungen erzielen. Ja? Und eine der bekanntesten
Experimente, die hier gemacht wurden, nicht für dieses Buch, sondern von einem Wissenschaftler, dem Milgram heißt. Darüber gibt es sogar einen interessanten Spielfilm, der jetzt rauskam. Experimenter heißt der. Der hat gezeigt, dass Menschen in gewissen Stresssituationen ihre moralischen Grundsätze, also das, was sie eigentlich für richtig finden, einfach über Bord werfen und das machen, was ihnen eine gewisse Autorität sagt. Ja? Und das ist das Interessante, weil ich glaube zu meinen, dass, stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr habt euch eure Aktienstrategie zurechtgelegt. Ihr habt euch weitergebildet, habt vielleicht den Gerd Komma gelesen, habt euch wissenschaftliche Hintergrundinformationen besorgt, habt eure Asset Allocation festgelegt. So, und jetzt sitzt ihr total motiviert, wie gut alles läuft, im Zug. Ja? Und lest zum Beispiel irgendein Buch gerade, auch wieder über Aktien. Und auf einmal steigt ins Abteil neben euch Professor Dr. Max Otte ein. Okay? Und ihr merkt so, oh Gott, krass, das ist Max Otte, der sitzt jetzt direkt gegenüber, ja? Und der sieht, was ihr so liest und ihr unterhaltet euch auf einmal über Aktien und kommt auf das Thema. Und ihr seid ganz begeistert, dass ihr jetzt auch immer Fragen stellen könnt und so weiter. Und er sagt euch auf einmal, ja, also das, was du da machst, tut mir leid, ich will jetzt nicht zu nahe gehen und ich will auch nichts gegen diesen YouTuber da sagen, ja? Der diese Webvideos da macht. Aber ich muss dir ehrlich sagen, das ist komplette Scheiße und das funktioniert einfach nicht. Ja? Ich wette, dass viele Leute dann in ernsthafte Zweifel kommen würden in Bezug auf ihre Strategie und dann aber nicht anfechten würden, warum er was gesagt hat und die Inhalte einfach nachrecherchieren und selbst nachdenken, sondern dann wieder sofort auf mich zurückkommen würden und sagen würden, ja, Max Otte hat gesagt, deine Strategie, die funktioniert gar nicht und was soll ich jetzt tun? Ich bin total überfordert und so. Ja? Ja, weil du einfach wie ein Schaf irgendjemand glaubst, statt selbst nachzudenken. Ja? Und das ist tatsächlich bewiesen anhand von diesen vielen Experimenten, die zum Teil hier in diesem Buch beschrieben werden. Woher das jetzt kommt, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Hat wahrscheinlich viel mit Evolution zu tun, Stammesführer, ja, die Menschen brauchten halt immer jemanden, dem sie hinterherlaufen konnten, weil einfach auch in dem Alltag häufig nicht so viel Zeit ist, über alles selbst nachzudenken. Ja, wir können ja nicht zum Beispiel ein ganzes Jurastudium selbst nachholen und alle Gesetzestexte durchlesen, um uns selbst vor Gericht zu vertreten. Ich glaube, das geht in Deutschland sowieso nicht, in Amerika ist das erlaubt. Ja. Und wir können uns auch nicht beim Arzt erstmal vorher ein ganzes Lexikon durchlesen über unsere Krankheit und so weiter und so fort. Wir müssen also in gewisser Form Autoritäten auch vertrauen. Ja? Wenn es aber ums eigene Geld geht, da müssen wir halt ganz scharf aufpassen und nicht einfach Autoritäten glauben, nur weil sie irgendwie selbst vorgeben, viel zu wissen oder weil sie irgendwie viel Geld haben. Ja? Und ich schließe mich da auf jeden Fall mit ein. Ich bin genauso. Ja? Wenn ich irgendeinen neuen Ökonomen entdecke, als ich damals zum Beispiel vor einer Weile Milton Friedman entdeckt habe, ja? Und ich bin so ein absoluter Fan von ihm geworden, und dann merke ich einfach, wie ich natürlich ihm viel mehr Glaubwürdigkeit in seinen Aussagen schenke, als irgendwelchen anderen Leuten, deren Autorität ich nicht so hoch einschätze oder die mir nicht so sympathisch sind. Und häufig ist es also so ein richtiger Kreislauf. Ich mal den euch mal kurz auf dem Whiteboard auf, damit ihr versteht, was ich meine. So, damit das Ganze mehr Glaubwürdigkeit bekommt, ist es ja immer wichtig, ja, vor allem wenn man wissenschaftlich klingen will, dass man die Dinge benennt. Deswegen habe ich das, was ich euch jetzt erklären will, mal das Barkhornsche Sympathietheorem genannt. Ja? Und da könnt ihr jetzt in Zukunft immer darauf achten, wenn folgende Situation passiert. Das ist hier jetzt eine gewisse Autorität. Ja? Wir nennen sie mal A. Und das seid ihr. In unserem Fall nennen wir das mal K. Nicht für K, Kolja, sondern Kapitalist. Ja? So, und diese Autorität, in der Regel ist es so, dass ihr zum Beispiel durch Zufall oder durch einen Freund oder durch einen Nachrichtenbeitrag oder wie auch immer eine neue Person kennenlernt, ja? Die gewisse Dinge sagt. Ja? Die kommen dann hier aus dem Mund raus. Und ihr schnappt diese auf, ja, die gehen also zu euch. Und je nachdem, ob das, was diese Person sagt, mit dem resoniert, was ihr sowieso bereits denkt, ja, also eure Ansichten, eure Meinungen, eure Gefühle, wenn das sozusagen in die ähnliche Richtung geht, dann haben wir halt einfach die ganz menschliche Tendenz, diese Person sofort als
sympathisch einzuschätzen. Ich male jetzt hier mal so gleich so ein paar Herzen hin. Ja. Wenn dann noch die ganzen Autoritätskennzahlen dazu passen, ja, diese Person einen Doktortitel hat, dann wird es immer besser, immer besser. Wir vertrauen dann also dieser Person, weil das, was sie sagt, mit unseren Meinungen, mit unseren Vorstellungen übereinstimmt. Und das führt wieder dazu, deswegen ist das wie so ein Kreislauf, das führt wieder dazu, dass wir dieser Person bei den nächsten Aussagen, die sie in Zukunft treffen, automatisch von Anfang an mehr Glaubwürdigkeit schenken, weil wir am Anfang ja uns bereits bestätigt haben. Und das führt dann dazu, dass wir immer mehr und mehr dieser Person Sympathie und Glaubwürdigkeit gegenüberbringen, egal was diese Person sagt. Wenn diese Person aber auf einmal irgendwie sowas sagt, wie zum Beispiel, die Ausländer nehmen uns die Jobs weg oder irgendeinen anderen Mumpitz, dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, halt, stopp, ich kenne das Bar-Conscious Sympathie-Theorem, ja, und ich werde jetzt einfach hier mal das hinterfragen und werde überlegen, ob das, was du sagst, nicht durch meine Sympathie zu dir einfach beeinflusst wird oder ob es nicht wert ist, das, was du sagst, mal kritisch zu hinterfragen. Und genauso ist es natürlich auch im anderen Kontext, also wenn jetzt zum Beispiel wieder eine andere Autorität A, ja, irgendetwas sagt, was, womit ihr tendenziell eher nicht übereinstimmt. Das heißt, wieder die Person sagt irgendwas, bla 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 blub, und ihr denkt euch so, Alter, niemals, ja, du hast überhaupt gar kein Recht, beziehungsweise du liegst total falsch, ja, wird sich das wiederum auch in Form einer kognitiven Fehleinschätzung auswirken auf alles, was diese Person in Zukunft sagt. Ja? Das heißt, nehmen wir mal an, irgendein AfD-Politiker sagt irgendwas, ja, und ihr stimmt dem nicht überein, ihr habt weniger Sympathien gegenüber diesem AfD-Politiker. Aber trotzdem gibt es natürlich andere AfD-Politiker, die durchaus zum Teil richtige Sachen sagen. Ja? Und da müsst ihr auch dann wieder sagen, wenn ihr merkt, dass ihr irgendeiner Autorität immer weniger und weniger vertraut und ihre Aussagen nur noch als Bullshit bezeichnet, ja, dass ihr dann auch wieder auch in der entscheidenden Situation sagt, halt, stopp, ja, sollte ich nicht hier mal die Aussage von der Autorität trennen und einfach überlegen, ob diese Aussage in sich nicht vielleicht doch einen wahren Kern oder einen wahren Hintergrund hat, ja, vollkommen egal, wer jetzt diese Autorität ist. Ich hoffe, jetzt konnte ich so ein bisschen klar machen, warum ich euch so ein bisschen mehr noch in die Richtung bringen will, dass ihr einfach die Autoritäten hinterfragt, ja, und nicht einfach nur, weil jemand irgendwie Robert Kiyosaki heißt, ihm glaubt. Ich habe meiner Meinung nach zum Beispiel hat Robert Kiyosaki einen sehr hohen Dienst der Menschheit erwiesen mit seinem Buch Rich Dad Poor Dad, ja, aber alles, es ist wie so ein entgegengesetzter Zinseszins, alles, was er in der heutigen Zeit noch verbreitet, ist wirklich teilweise inhaltlich mit Müll zu vergleichen. Wenn man sich die Studien und die Sachlagen und die Hintergründe hinter seinen Aussagen einfach mal anguckt. Ja? Und ich will einfach in Zukunft, dass wenn ihr mir schreibt, dass ihr nicht sagt, Kolja, der und der hat aber das gesagt, könnt ihr natürlich sagen. Ihr könnt sagen, der und der hat das gesagt, aber dann sagt mir doch erstmal, ja, was haltet ihr denn davon? Und warum klingt das für euch sinnvoll? Habt ihr es selbst nachrecherchiert? Welche Studie stützt denn die Aussage? Oder ihr könnt mich fragen, Kolja, welche Studie stützt denn deine Aussage? Ja? Woher hast du das? Ist das einfach nur irgendeine Behauptung? Ja? Und das ist, aber neulich hat mich einer wieder angesprochen auf diese Kack-Wealth-Generators, ja? Und hat gesagt, ja, die verkaufen das und das Produkt und ich weiß nicht, was ich davon halten soll und bla 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 und kannst du das nicht mal angucken? Habe ich gesagt, guck du dir das doch mal an. Lies dir doch einfach mal durch, was dort steht und jetzt überlege mal, so, wenn du jetzt guckst, was am Aktienmarkt realistisch ist und wenn du das vergleichst, kann man denn tatsächlich pro Monat 10% Rendite machen. Wenn das so wäre, warum macht dann Mercedes und Daimler, warum produzieren die überhaupt noch Autos? Ja? Warum machen die nicht Wealth Generators oder Goldman Sachs oder die Deutsche Bank? Warum machen die nicht Wealth Generators, wenn die so eine Renditen, warum geben die sich noch mit irgendwelchen Staatsanleihen und was weiß ich ab, wenn Wealth Generators so geil ist? Ja? Einfach mal solche Gedanken selbst zu haben und sich nicht von irgendwelchen BMWs und Lamborghinis blenden zu lassen, ja? Und wie gesagt, es gibt viele Autoritäten auf YouTube,
die ich auch selbst absolut cool finde und deren Inhalte ich auch mir angucke und richtig gern sogar angucke. Ja? Ich habe jetzt auch letztens wieder ein lustiges Video von Gerald Hörhan gesehen, was ich auch total cool fand, und vom Inhalt war es auch durchaus logisch. Aber nur weil es Gerald Hörhan ist, glaube ich ihm doch nicht deswegen, sondern ich gucke, was sagt der da? Und macht das Sinn, ja? Und was sagen andere Leute und macht das Sinn? Und welchen? Und jetzt habe ich mal für euch am Ende, damit es nicht zu lange wird, 4 ganz wichtige Punkte einfach mal zusammengefasst, anhand derer ihr in Zukunft hier vorgehen könnt. Okay, der erste Punkt, der erste Schritt, wenn ihr von Autoritäten etwas gesagt oder vorgezeigt bekommt, oder denkt ans Gespräch mit Max Otte im Zug zurück, ist einfach, dass ihr immer direkt nachfragt, hinterfragt, direkt ihn ins Gesicht nachfragt. Und ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Ich habe da zum Beispiel, ich bin eher jemand, der im normalen Gespräch ziemlich harmoniebedürftiger Mensch ist, ja, der sich mit vielen Leuten konziliant richtig verhält, der keinen Streit will großartig oder sich im Hintergrund mit Leuten irgendwie hinter ihren Rücken groß rumreden will und so weiter. Deswegen ist es gerade bei mir, muss ich mich immer richtig zusammenreißen in solchen Situationen, auch dann einfach jemand, der mir auf den ersten Blick sympathisch ist, auch kritisch zu hinterfragen. Ja? Aber macht es, es lohnt sich wirklich. Das heißt, wenn er einfach irgendwas sagt, ja, diese ETFs sind aber eine Bedrohung fürs Finanzsystem, dann gleich, warum? Warum, Herr Otte? Warum? Erklären Sie es mir mal ganz genau. Ich will genau wissen, wie Sie zu der Aussage gekommen sind. Und was ist Ihr Background und einfach warum und wie? Und dann überlegt euch seine Antwort, ja? Und dann könnt ihr schon mal viel besser einschätzen, als wenn ihr einfach bei der ersten Aussage schon direkt denkt, oh, puh, der hat ja recht, der ist ja Doktor, okay? Der nächste Punkt ist, dass ihr auch immer berücksichtigen solltet, dass häufig gewisse Experten oder gewisse Autoritäten auf ihrem Level gewisse Dinge machen, die für jemanden auf einem anderen Level nicht möglich sind. Oder für einen Privatanleger nicht so einfach möglich sind. Ich hatte als Fitnesstrainer immer irgendwann, das ist das typische Fitnesstrainer-Syndrom, du beschäftigst dich den ganzen Tag irgendwann nur noch mit Fitness, du trainierst, alles ist für dich selbstverständlich. Und dann hatte ich ab und zu mal einen Kunden irgendwie, den habe ich dann eine Übung gezeigt, zum Beispiel Schulterdrücken. Ja, und hatte ich tatsächlich Leute dabei, wo ich dann den Besenstiel genommen habe, weil die es nicht geschafft haben, eine Stange ohne Gewichte über ihren Kopf zu heben, einfach von der Koordination. Und es ist dann für den Fitnesstrainer, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt, gar nicht nachvollziehbar irgendwann mehr, dass man das überhaupt nicht kann. Ja? Und deswegen ist es häufig so bei Autoritäten auch, dass sie Probleme haben, sich in einen Anfänger oder in jemand hineinzuversetzen, der gar nicht so denken kann, wie sie denken, oder der gar nicht die Ressourcen hat, das einzusetzen, so wie sie es machen. Also häufig ist es auch so, dass gewisse Aussagen verknüpft sind an die persönliche Erfahrung oder an die persönlichen Ressourcen von dieser Autorität. Das aber noch nicht bedeuten muss, dass jetzt jeder andere normale Privatanleger genauso verfahren kann wie diese Autorität. Das muss man auch immer berücksichtigen. Ja? Der nächste Punkt ist auch ein interessanter, und zwar, jetzt geht es so ein bisschen in das Thema Interessenkonflikte, ja, und dass ihr euch immer auch fragen müsst bei Aussagen, die getroffen werden, sowohl von mir, als auch von Politikern, als auch von jedem anderen, und das mache ich selbst genauso, dass ich mich immer frage, welche Interessen hat diese Person? Ja, welche Interessen hat diese Person? Oder, das kann man natürlich immer nicht, weil man nicht Gedanken lesen kann, kann man es nie genau wissen, aber welche Interessen könnte sie haben, diese und diese Meinung zu vertreten? Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ein Großteil von vielen Autoritäten, die in der Medienlandschaft auftreten, hat meiner Meinung nach das Interesse, weil sie auch dadurch bezahlt werden, die Leute am Aktienmarkt zum ständigen Handeln zu bringen. Das ist, wie Warren Buffett damals gesagt hat, ja, auch wieder Autorität, ja, wenn du einen Friseur fragst, ob du eine neue Frisur brauchst, ja, dann wird der Friseur dir halt nicht sagen, nein, brauchst du jetzt gerade nicht. Weil halt sein Verdienst auch davon abhängt. Und das ist der dritte ganz wichtige Punkt, den ihr berücksichtigen müsst. Und der letzte ist, ja, der vorletzte ist im Prinzip, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Was gibt es für Studien, unabhängige, oder was gibt es für einzelne, in sich auch unterscheidende Studien, die das Ganze stützen, was er sagt? Ja?
gibt es andere Studien, die was anderes sagen? Warum sagen die was anderes? Zu welchen Fazit, zu welchen Schlussfolgerungen kommen die anderen Studien? Das ist auch immer ein interessanter Punkt, ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, du behauptest jetzt einfach XY, die Wealth Generators, wieder typisches Beispiel, aber, und dann zitierst du die Studie zum Beispiel, die ich euch immer wieder mal verlinke, ja, dass halt fast 90% von denen Verluste machen, ja, und dann kannst du ja mal den das vorrechnen und sagen, okay, schau mal, das war das Ergebnis, die meisten machen an die 10.000 Euro Verlust nach einigen Jahren. Hast du jetzt irgendwelche Studien, die das Gegenteil beweisen? Hast du unabhängige Studien über Forex Trading, die beweisen, dass euer Wealth Generator so und so gut funktioniert? Und da wird in der Regel nicht viel zurückkommen. Aber es kann ja sein. Also forscht nach und denkt nach. Ja? Und der letzte Punkt ist der, ja, Autorität hin und her. Ihr habt immer die Möglichkeit, ganz egal, ob sie euch der liebe Gott gegeben hat oder die Mutter Natur oder wen auch immer ihr glaubt, euer eigenes Hirn anzuschalten. Und mir persönlich hilft es auch immer, dass ich denke, egal welche Autorität es ist, ja, egal ob es Otte, Merkel oder Obama ist, auch die gehen jeden Tag fressen, schlafen und scheißen und sind auch nur Menschen mit Fehlern und so weiter und so fort. Ja, und das war's für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir hier ein bisschen Mehrwert bieten und dich dazu bringen, ein bisschen mehr Autoritäten auch zu hinterfragen. Und ich bin gespannt, was du hier zu diesem Video sagst. Kolja, du hast nur Scheiße gelabert, dann begründe deine Aussage und gebe auch ein paar Studien dann mit dazu. Ja? Aber lauf nicht einfach nur wie so ein Schaf, so irgendwelchen Leuten wie Donald Trump hinterher, ohne auch wirklich mal zu hinterfragen, was die da eigentlich behaupten. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal.